requests coming from Dr. Eggman's base. Our last communication with our agent was 26 hours ago. We expect an immediate rescue, Shadow the Hedgehog. Understood. Initiating the mission now. Und damit willkommen zu Sonic PO6, ein Sonic 06 Remake. Also ein Fan-Remake, genauer gesagt. Mit dem ich mich jetzt mal befassen will, weil ich schon länger immer wieder davon höre, aber es noch nicht selber gespielt habe. Ich habe jetzt zwei Stages mal angetestet. Es ist Sonic 06 in gut, so viel weiß ich schon. Im Moment sind nur Sonic und Shadow spielbar. Silver ist auch teilweise, glaube ich, spielbar in den Stellen, wo man ihn halt auch sonst spielen würde, aber seine eigenen Stages gibt es halt noch nicht und die Last Story fehlt halt auch. Aber ich weiß noch nicht, wann das kommen wird. Ich warte da eigentlich drauf, aber bis dahin können wir uns ja mit Sonic und Shadow schon mal befassen. Ich denke mal, heute machen wir nur Sonic. Mal gucken. Also dann hier am Anfang. Hier ist man früher so oft gestorben, wenn man irgendwie auf den Wellen hängen geblieben ist. So, hier ist der eine Stein. Mit dem... Ich glaube, der ist nicht so sinnvoll. Moment, kann der... Was konnte der nochmal? Wie hat man die Steine nochmal verwendet? Genau, mit dem rechten Trigger. Ja. Die Steine sind jetzt auch alle drin, funktionieren alle richtig, sind alle levelbar. Also Sachen, die im Handbuch damals schon beschrieben wurden, aber halt nicht im fertigen Spiel waren. Es ist nicht von Sega genehmigt, aber sie machen seit Jahren auch nichts dagegen. Generell, hier ist einfach auch richtig viel geschnittener Content wiederhergestellt. Also von Dialogen, nur kleinen Zwischensequenzen am Anfang von den Stages. Die ganze Spielmechaniken sind erweitert oder verbessert. Insbesondere was Shadow und Silver wohl angeht. Wo man einfach auch... Scheiße, das war nicht gut. Hier bleibe ich irgendwie mal dran hängen. Wo man einfach merkt, dass Sonic 06 schon das Potenzial hatte, richtig gut zu sein. Ich meine, es ist im Geist des Sonic Adventure 3. Und hat ein paar Sachen auch eigentlich echt am besten hingekriegt, aber es hat halt einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Zum Beispiel diese Sequenz gerade auf den Stegen, die konnte sowas von kaputt gehen. Da konnte man einfach random drauf gehen. So, die Flight Gauge funktioniert jetzt auch. Also die Leiste unten rechts zeigt jetzt bei Tails wirklich an, dass, wie weit man noch fliegen kann. Bei Sonic ist sie jetzt auch nicht mehr dauerhaft voll, was man ja richtig abusen konnte mit ein paar von den Steinen. Also ein paar von den Edelsteinen, zum Beispiel der Liederne war zum Beispiel richtig busted, weil du damit komplette... Du konntest damit unbegrenzt springen in der Luft und da hast du damit einfach alles skippen können. Und hier einfach die Mach-Speech-Sections. Also früher war es so, wenn man gesprungen ist... Oh, genau, man bleibt jetzt nicht mehr überall dran hängen. Also es verzeiht jetzt einfach viel mehr. Aber man kann sich jetzt auch in der Luft steuern. Das ging vorher auch nicht. Sobald du in der Luft warst, hattest du keine Kontrolle mehr über Sonic. Was hast du noch? Ich habe Sonic Frontiers tatsächlich noch nicht gespielt und ich habe es auch nicht mega eilig damit. Mich interessiert auch ehrlich gesagt mehr, ob sie langsam mal die Charaktere wieder ordentlich hinkriegen. Weil Sonic 06 so ziemlich das letzte Sonic-Spiel ist, was die Charaktere richtig hingekriegt hat, wenn sie überhaupt drin waren. Also gerade Shadow.
Gut, Sonic Unleashed war auch noch okay, aber das hat halt wirklich nur Sonic und Tails. Hier, der Dialog ist neu und hier konnte man auch rausfliegen, wenn man nicht richtig in Looping reingelaufen ist. So, ich bin mal gespannt. Ich glaube, für den S-Rang wird es nicht reichen. Ich glaube, dafür habe ich zu wenig Ringe behalten. Nee, aber nicht so. Echt B-Rang nur? Ja, ich glaube, A ist 45.000. Ja, man braucht alle S-Ränge, um den Regenbogenstein freischalten zu können, der es nicht ins ursprüngliche Spiel geschafft hat. Aber mit dem kann man zu Super Sonic werden. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir das heute noch ausprobieren könnten. Okay, das ist eins von den Leveln. Ich glaube, ich muss das mal aktivieren, dass die Homing Attack ein Fadenkreuz hat, dass man weiß, ob und welcher Gegner anvisiert wird. Hatte das Original zwar nicht, aber kann man einstellen. Beziehungsweise man kann ein paar Sachen einstellen. Man kann auch zum Beispiel auch E3-Animationen aktivieren, was einfach echt cool ist. Und es hat sich um Sonic PO6 auch eine echt krasse Speedrun-Community entwickelt, wie ich festgestellt habe. Wow, was habe ich denn hier? Hey, wir sind schon fast am Ende. Also, wenn ich mir die Speedrunner angucke, ist das, machen die das definitiv viel graziler. So, hier, das Ding ist, in jedem Level ist auch einer von den Fähigkeitensteinen versteckt, weil es keine Hubworld mehr gibt, wo man die kaufen könnte. Ich weiß auch nicht, ob die Hubworld-Welt überhaupt geplant ist. Ja, okay, das ist, glaube ich, D. Okay, nee, das dürfte C sein. Nee, B-Rang tatsächlich. Stimmt, 40.000 ist B. Moment, noch mal kurz. Kannst du mal kurz zeigen? Game Setting. Nee. Oder? Wo war's? Extras? Game Room. Hier. Genau, wie kann man diverse Animationen aus der Tokyo Game Show aktivieren? Ich weiß nicht, was das macht. Hier, Homing Reticle. Jump Dash Type. Ja, hier konnte man noch ein paar UI-Sachen einstellen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Okay, die Snowboard-Sektion. Ist das Lag oder was ist hier los? Ich hatte ganz verdrängt, dass es eine Snowboard-Sektion gibt. Das stimmt, Sonic startet ja dieses Level damit. Ach so, okay, ich kann mit X kann ich, das wusste ich auch noch nicht. Es ist ewig her, dass ich das Original gespielt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob es im Original so ging.
What? Moment, das machen wir nochmal von vorne. Hier funktioniert es. Also habe ich das Gefühl, die Snowboard-Sektion hier ist schwerer geworden. Aber vielleicht hatte ich sie auch einfach damals im Originalspiel einfach drauf. Bleib doch nicht überall dran hängen, verdammt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Snowboard-Sektion ist irgendwie noch ein bisschen weird. Also irgendwie die Kamera spackt auch total rum, wenn ich irgendwo... Beziehungsweise die Level-Geometrie ist irgendwie ein bisschen weird. Ja, als wäre das Level-Terrain nicht ganz uneben und die Kamera kommt nicht damit klar. Mit den Bäumen sieht man auch irgendwie, finde ich, gar nicht, wo man hingeht. Kann ich hier auf die... Nein, ich komme nicht auf die Rail. Schade. Wo will ich überhaupt hin? Okay, nee, Light Dash kann ich auch nicht, wenn ich auf dem Snowboard bin. Das hat doch im Original funktioniert, verdammt. Aber die Steuerung ist auch komisch invertiert, sobald man halt die Kamera umgedreht ist. Ich habe das Gefühl, manchmal vergisst das Spiel dann, dass die Steuerung invertiert ist und versucht, normal zu sein. Am besten einfach gar nichts machen. Okay, dieses Segment gewinnt man, indem man absolut nichts tut. Au. Okay, das hat jetzt funktioniert, dafür, dass ich eigentlich kaum Vorlauf hatte. Also die Schnee... Die Snowboard-Sektion kriegt hoffentlich noch ein bisschen Arbeit. Das ist sehr janky. Hi, Tails. So, der Spendash kann jetzt auch was, by the way. Man kann nämlich jetzt, glaube ich, auch im Lauf, genau, man kann im Lauf in den Spendash gehen und Shadow kann das jetzt auch.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn man die Lichter kaputt zu machen, wenn man es als Sonic spielt. So, man kann die Fake-Ringe von Tails jetzt auch ein bisschen besser unterscheiden von den normalen. Und ich glaube, er hat einen Lock-On jetzt. Wobei ich sagen muss, dass er diese Fake-Ring-Bomben wirft, ist immer noch eine dumme Entscheidung. Also, das wird leider auch nicht durchs Remake nicht viel besser. Okay, ist hier nichts? Ist hier was drin oder nicht? Okay, ja gut, ich hab den Angriff hier, deswegen. Damit geht das. Wow. Ich habe aufgegessen, jetzt gleich den Chat wieder zuzubammen, wie in guten alten Zeiten. Uff. Au. Ja, okay, hier geht's lang. Freust du dich etwa nicht darüber? Doch, ich hoffe, dass ich jetzt auch wieder in den Groove komme. Ich habe ja echt überlegt, ob ich hier bei dem Spiel noch warte, bis das Silver Release kommt, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, so lange zu warten. Okay, das funktioniert nicht. Was ist hier? Nichts? Doch. Ha! Warte. Meine Keime. Na, fuck, da komme ich nicht mehr hoch. Oh, doch, komme ich. Komm, jetzt habe ich schon 40.000 Punkte so. Also, die restlichen 10.000 werden wir doch noch irgendwie zusammenkriegen. Oh nein, der Schneeball kommt. Okay. Hier schaffen wir den S-Rang locker. Ich habe das Gefühl, hier habe ich viel schlechter gespielt als auf den anderen beiden Leveln, wo wir nur B-Rang bekommen haben. Crisis City!
Die Sequenz ist auch neu. Es sollte wohl auch Sequenzen geben, wo Sonic und Shadow zusammenarbeiten, aber die haben es halt nicht ins Spiel geschafft. Wahrscheinlich, weil man gesagt hat, die sind sich zu ähnlich von der Spielweise her. Silver ist ja durchaus in einigen Stellen von Sonics und Shadows Kampagnen spielbar und auch umgekehrt sind Sonic und Shadow in einigen Stellen von Silvers Kampagne spielbar, aber da ändert sich halt auch der Spielstil. Nein, was machst du denn? Moment, das. Nein, wir machen die Stage. Hallo, ich will hier möglichst einen S-Rang haben. Okay, ich glaube, das ging vorher nicht, dass man mit einem Knopfdruck switchen konnte. Ich glaube, da musste man wirklich mit Homing Attack machen. Ja, klar. To move to an adjacent rail, jump while using the left stick. Ah, okay. Alter. Da hat man jetzt auch viel zu spät gesehen, dass die Rail endete. Also ich finde, bei ein paar Sachen reagiert die Steuerung noch nicht so präzise, wie sie sollte. Created Element, danke fürs Abo. Au. Das war ungünstig. Alter, das ist doch nicht die Possibility. Wusste ich einfach auswendig, was wo ist oder was ist da los? Das Ding ist, wenn ich sterbe, werden halt die Punkte zurückgesetzt und das killt einfach jede Chance auf einen S-Rang.
Okay, das war sogar gedacht ein Angriff. Was mich ja generell an Sonic Level Design sehr stört, vor allem halt auch in diesem Level, ist, dass sie überall die Sprungschanzen und so sind. Hier, also das zum Beispiel wäre so eine Stelle, da könnte man so ein Wall-Jump-Quick-Time-Event machen, wie es die anderen Stellen machen. Kein Grund für die Boost-Pads. Das nimmt mich halt immer total raus. Weil ganz ehrlich, die sind nur da, damit das Level funktioniert. Die auch. Ja, super, 100 Ringe verloren. Ah, okay, jetzt kommt das Ding. Nee, noch nicht. Erstmal müssen wir noch normal über die Trümmer drüber. Das ist, glaube ich, neu. Ja, die Kamera zeigt leider manchmal den Boden nicht. Das ist ungünstig. Okay, wir gehen mit 100 Ringen ins Ende. Jo. Knapp, aber es dran. Flamecore, da konnte auch einiges schief gehen, wenn die Physik nicht funktioniert hat. Ich glaube, nee, oder? Ich bin mir sicher, ich glaube, dieser Looping konnte einen töten. Come on.
Genau, und hier ist der... Hier ist der Wallrun, von dem man... Ja, genau das sollte eigentlich nicht mehr passieren. Aber zumindest ist man nicht mehr instant tot. Wahrscheinlich hatte ich da jetzt nicht genug Geschwindigkeit, weil ich nicht über das Boostpad gelaufen bin. Okay. Ja, okay, das Level verzeiht schon mal viel mehr, weil das wäre im Original echt ein Desaster gewesen. Ja, wir fahren einfach 1 Euro Stein pro Sekunde, wenn man auf die Laufende überleben will. Boah. Ja, oder man trifft einfach die falsche Stelle von der Lava, weil dann will sie alle Ringe. Was ist da drüben? Und dafür killt sie einen auch instant, sobald man keine Ringe mehr hat. Moment. Das machen wir ordentlich. Ja, das funktioniert zum Beispiel schon mal etwas besser. Okay, das hat sogar funktioniert. Also man kann aus einer Homing Attack einen Lightspeed Dash machen. Das Ding ist, wir haben auch bis jetzt erst einen von den Edelsteinen gefunden, aber das ist auch okay, weil ich glaube, so viel ich weiß, muss man wirklich nur die S-Ränge haben, um den Regenbogenstein am Ende finden zu können. Also den muss man dann nochmal extra suchen, aber ich weiß, in welchem Level der ist. Willst du euch mal irgendwann Ultra-Kill spielen? War nicht auf der Liste, aber jetzt, wo du es sagst, sollte ich das vielleicht mal tun. So, und jetzt spielen wir euch jetzt... Nee, noch nicht. Ich dachte, jetzt kommt das Knuckles-Segment. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn man dann random getroffen wird, wenn dann Feuer vom Regen, vom Himmel regnet. Vor allem mit 100 Ringen. Die man ja eigentlich noch gerne hätte am Ende.
Okay, Invincibility. Let's go. Ah, was ist das denn? Also irgendwie... Ein bisschen Jank ist immer noch vorhanden. Wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt schlecht ist. Okay, waren die Lichter jetzt überhaupt nötig? So, was kann er? Er kann schlagen. Er kann das. Ach, okay, und er kann sich in die Lava jeeten. Ja, gibt's ein Zeitlimit? Ja, jetzt zeig mir mal nicht, wie... Okay, anscheinend bin ich jetzt aus der Situation einfach raus. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich dann meine Ringe verliere, weil dann Knuckles angegriffen wird, aber okay. Ich frage mich, ob das Spiel zulässt, dass man dieses Segment abschließt, ohne zu Knuckles zu wechseln. Okay, mit 195 Regen sollte das kein Thema sein und 25.000 Punkten. Outer Wilds und Everwood. Ich verwechsel immer Outer Wilds und Outer Worlds. Ich kann mir nie merken, welches davon welches ist. 68.000 Punkte. Okay, das ist einfach easy S-Rank. Radical Train, die ist gut. Hier konnte man auch sterben bei dem Looping hier. Da konnte man auch rausfliegen, wenn man zu weit außen war. Und den Bounce Attack soll man eigentlich erst hier in dem Level haben, meine ich. Oh. Okay, stopp. Genau das kann nämlich schief gehen, wenn man mit dem Bounce Attack dann versucht, Höhe zu gewinnen.
Ach, fuck. Ich habe jetzt ganz. Ich weiß gar nicht mehr, wo man am Anfang hier abbiegen soll, dass man auf den alternativen Pfad kommt. Outer Wilds ist, glaube ich, ist dann, also ist das, wo man irgendwie. Ist das nicht das mit der Zeitschleife, wo man das Sonnensystem irgendwie in 8 Minuten oder so erforschen muss? Um irgendein Rätsel zu lösen? Ah. Scheiß Kamera. So, wie komme ich auf die andere Seite? Wie komme ich hier rüber? Okay. Das gibt einfach mal direkt 5000 Punkte. Bester Pfad. Ja, wobei Outer Wilds ist dann aber auch kein Spiel, was ich im Stream spielen würde. Weil das ja schon Story-Erfahrung eigentlich ist. Boah, das ist jetzt aber auch gerade echt tight hier. Okay, der Zug hat hier jetzt aber auch verlangsamt, oder? Sonic fast. Fick dich, Spiel. Also das war ja jetzt wohl ein Witz. Lightspeed, der streckt an der Rampe vorbei. Mhm. Andere Richtung. Everhood. Das hat nicht. Moment, jetzt war ich abgelenkt. Everhood ist ein Spiel, was jedem der Undertale-Mark gefallen wird. Und so, okay. Gott verdammt, Sonic, grinde einfach in die richtige Richtung. Das ist doch wohl jetzt nicht deiner Ernst. Eggman,
Okay, ja, der Zug wird langsamer, wenn er sich dem Ganzen hier nähert. Okay, man kann auch Bounce Attacks nutzen, um wieder auf den Boden zu kommen. So, mal sehen, ob das für ein S-Rang reicht. Von der Zeit her würde ich sagen, war das okay. 20.000 Punkte. Oh, aber sehr knapp. Tropical Jungle. Oh, das ist ein Real mit Elise. Okay, so viel musste ich jetzt gar nicht übers Wasser laufen. Elise, are you all right? Yes. If
So, Elise antwortet im Original auch gar nicht. Also ich habe das, also es gibt ein Video von der Person, die die ganzen Audiodateien gesichtet hat, um zu gucken, was wohin gehört haben könnte. Ich glaube, Elise schreit jetzt mehr, aber das macht auch voll Sinn, wenn man bedenkt, was für Sachen Sonic macht, während er sie trägt. Aber ich glaube, das ist... Oh. Das probieren wir nochmal. B-Rang, Nein. Lass ich nicht gelten. Wir brauchen mehr Ringe. Ich hätte die Ringe zwischendurch nicht verlieren dürfen. Kann ich überhaupt was machen? Oder ist das einfach... Ja, das ist RIP. Es gab Voice Lines schon, aber es wurden einfach nicht... Genau. Also ich glaube, von allen Voice Lines, die es gibt, wurden 41% genutzt. Im Original. Wo mal manches auch, glaube ich, Takes zur gleichen Situation sind. Und ein Teil ist, glaube ich, auch aus dem, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es ein, ich hatte das komplett verdrängt, es gab ein DLC mit sehr schweren Versionen von den Missionen. Ich weiß nicht, wie sinnig das war, aber da ist halt auch nochmal ein bisschen Audio-Content mit dabei. Ich meine, auch der Plot des Spiels, also das ist wahrscheinlich die erste Fassung gewesen, dafür ist sogar gut. Einfach weil, ich vermute mal, dass sie, weil sie so wenig Zeit hatten, auch die ganzen Cutscenes und auch das ganze Voice-Over halt schon dann sehr früh alles fertig haben mussten und dann nichts mehr ändern konnten. Ey, das fuckt mich so ab. Ich erwarte die ganze Zeit, dass ich noch irgendwie eine Homing-Attack machen muss, damit ich auf die scheiß Liane komme. Aber springe dann dadurch zu früh ab. Das Ultra Kill Video, was ich einmal geschickt auf den Server geschickt habe, hat eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun. Ja, ich weiß. Es war trotzdem lustig.
Oder hier zum Beispiel ging es auch bei den Voice Lines darum, die waren zwar schon irgendwie sortiert, aber zum Teil auch falsch. Also zum Beispiel diese Voice Line gerade von Elise war eigentlich für Dusty Desert, oder zumindest war sie auf Dusty Desert also der Dateiname daraus ging halt davor, dass es wohl da einsortiert wurde, obwohl das eigentlich halt hier reinpasst. Da hat man es also dann einfach... Entweder hat man es hier zweckentfremdet oder es war halt von vornherein falsch sortiert. Sie und das Internet, was ist das? Ja, das ist doch jetzt auch lame. Den YouTuber sehe ich nicht. Nein, sagt mir nichts. Ah, sehr gut. Ja, ich bin froh. Das ist nämlich... Also die Elise-Level steuern sich immer noch nicht... Also ich fand sie nie schlimm, aber ich finde, sie steuern sich hier irgendwie weird. Vielleicht bin ich auch einfach raus. Das ist auch neu. Und es ist so cool. Silver kann einfach mal ein paar von den coolen Sachen, die er sonst nur in Cutscenes macht. Das ist einer der wenigen, die noch echt viel Aufwand in YouTube stecken. Ja, vielleicht gucke ich später mal rein. Ah. Okay, das ist weird mit der Brücke. Also ja, es war auch schon im Original drin, aber... Man denkt halt, man muss den Trümmern ausweichen und dann ist der Kamerawinkel komisch. Was man halt auch anmerken sollte, dieses Remake wurde von jemandem gemacht, der Sonic 06 im Original nie selber spielen konnte. Alles, da hat sich das alles halt über Gameplay-Videos und so angeeignet. Gerade was Silvers Gameplay angeht, das macht die ganze Sache einfach noch viel beeindruckender. Ich wäre ja dafür, dass du jetzt live auf ein CEO-Video reagierst. Nein. Nein, das muss nicht sein. Hallo Silver. Also Reactions sind, finde ich, so eine Sache, weil man irgendwo halt auch, gerade wenn man größer ist, Views vom ursprünglichen Macher des Videos abzieht. Au. Kommt, Leute, die waren gestunt. Wieso zählt das? Ja genau, Silver Speed Upgrade ist auch direkt aktiv, also er fliegt jetzt halt über den Boden. Ja. Au, nimm ihn doch einfach. Spieler kaufen, nur Spiel nachprogrammieren, um spielen zu können. Ja. Ja, also Sonic 06 hat irgendwie total fasziniert, irgendwie schon als Kind, aber er konnte es halt nie selber spielen.
Also wenn man im Gegner landet, ist das ein bisschen unpraktisch. Genau, komm zurück. Oder gerade sehr viele Schaden das Spiel negativ, weil es dann keinen Gay Robot Sex gibt. Okay, 34.000 Punkte, soll ich nicht verrecke? Sollte ich eigentlich einen S-Rang ziemlich sicher haben. Das ist auch neu. Das ist mega cool. Schau dir mal die Bewertungen auf Steam an. Ja, manche, die Bewertungen sind halt auch einfach ein Witz. Aber halt absichtlich. Das Level hier profitiert auch voll davon, dass man jetzt auch im Sprung Sonic steuern kann. Boah, das war jetzt aber auch knapp. Ja, ja, oh mein Gott. Ich sehe nicht, wo ich hingehe. Jo, easy S-Rang, würde ich sagen. Den Ultrakill auch S-Rang haben mit seinem Viehglück. Nee, so, ich glaube, das ist ein Spiel, wo ich S-Rang nicht hinkriege. Okay, Time-Bonus. Ja, okay, teiltechnisch haben wir ziemlich verkackt, aber wir haben trotzdem 60.000 Punkte. Ich weiß nicht, ob man bei der Extra Stage auch einen S-Rang braucht, weil man da ja nicht offiziell als Sonic spielt, aber okay. Probieren wir gleich mal.
The battleship will take off any minute. Tails, Knuckles, let's hurry! If I slide, I can squeeze through. Ich glaube, der Hinweis ist auch neu. Okay, ja, hier mit den komischen Kugeln. Moment. Der muss auch sterben. Ja. Okay, er muss auch sterben. What? Moment. Okay, ja, jetzt funktioniert's. Das war auch so ein Ding, wo man... Ja, okay. Das war auch so eine Stelle, wo man mit dem Purple Gem total nice skippen konnte. Aber ich glaube, der Spin Dash geht auch durch. Au. Natürlich muss der Spin Dash genau in dem Moment enden, wo ich bei den Gegnern ankomme. Okay, die... Der Laser ist halt auch total egal, wenn man einen Light Dash macht. Muss mal weg, also brauche ich auch wohl die nächsten 15 Minuten nur mit dir selbst zu reden. Okay. The battleship will take off any minute. Tails, Knuckles, let's hurry. If I slide, I can squeeze through. Au, ich wollte doch sliden. Da ist jetzt aber die Kamera echt nervig. Ich glaube, die vier Dinger...
Ne, die haben irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, die haben Gegner gestunt oder so. Wow. Warum muss ich das Ding jetzt bewegen? Gott verdammt, Kamera, was machst du denn? Afri Grote, willkommen zum Stream. Ja. Hallo, dankeschön. Ich glaube, der Teil ist sogar neu. Das weiß ich wenigstens, woher der Aimbot von Sonics Fähigkeiten in Super Smash Bros. Ultimate herkommt. Was? Meinst du die Homing Attack? So, was ist das jetzt nicht mehr oder weniger Easy Mode? Ach so, hab ich gar nicht alle deaktiviert? Ja, ich habe schon fast 50.000 Punkte, also solange ich nicht verrecke, ist alles gut. Intruder passing area 3.
wollte schon sagen, hier, das hier sah schon aus, als könnte hier einer der, der Kristalle sein. Au. Ich darf nicht verrecken, das wäre jetzt kacke. Nicht, wenn ich schon praktisch einen garantierten S-Rang habe. Genau, damit kann ich direkt auf Full Speed gehen. Bis auf das Original von Sega kein Sonic gespielt. Ja, wobei Speed war da auch nur bedingt. Au. Da ist ein S-Rang. Ich hab null Zeitbonus bekommen, weil ich einfach fast 9 Minuten für die Stage gebraucht habe. Uff. Aber diese Ballsegment ist noch komisch. So, Wave Ocean Tales. Und dann müssen wir noch die ersten zwei nochmal probieren, ob wir da einen S-Rang kriegen. Dann können wir gucken, ob wir Super Sonic bekommen. Hier durch. Wow. Boah, ich habe Tails-Version von diesem Level kaum noch in Erinnerung. Na komm. One up. Minuten, aber das ist, glaube ich, nicht. Das wird kein S-Rang, glaube ich. Nee, Das hat nicht mal für B gereicht. Nicht mal für A gereicht. 57 Punkte für Schäfermine. Das bringt aber auch nur was, wenn es bei einem Siedler-Stream ist, wohlgemerkt. Okay, der Aim-Modus ist ja mal nur dumm. Okay, das gab schon mal gut Punkte. Hast du bestimmt das Streamplan oder momentan spontan? Momentan spontan. Ich weiß auch im Moment noch gar nicht, was ich groß streamen will.
musste die letzten Monate wieder einiges überdenken. Ich glaube, ich verstehe langsam, wie man Tails spielen soll. Kannst du dir aufhören, dich mit deinen Wahnvorstellungen zu unterhalten? Raffigrote ist keine Wahnvorstellung. Gab es hier nicht auch ein paar Items? Ich hatte zwar jetzt mehr Ringe und so mehr Punkte, aber schlechte Neuigkeiten für dich existiert nicht. Hast du dir nur eingebildet? Okay, das ist... Okay, jetzt rang, sehr gut. Ich dachte... Was? Hä? Aber ich hatte über 50.000 Punkte. Warum brauche ich für Tails Level mehr? Das ist doch dumm. Aber ich glaube, ich habe raus, wie man hier jetzt spielen muss. So, scheiß mal auf die Bomben. Einfach nur B spammen. So, ich kann einfach B gedrückt halten. Wie an die Wirbelattacke von Crash Bandicoot. Das habe ich tatsächlich selber nie gespielt. Thank you.
Au. Drei Teile auf Steam für 40 Euro. Uff. Okay, muss ich den Leader zuerst töten, damit alle, damit der Rest instant verreckt? Ist es das, was ich hier tun soll? Aber das ist immer noch kein S-Rang, glaube ich. Nee, nicht mal annähernd. Bro, was soll das? Warum ist ausgerechnet bei diesem Level. Warum ist ausgerechnet dieses Level schwerer, einen S-Rang zu kriegen? Also warum ist da der Punktestand, den ich brauche, höher? Okay, einfach nur den Leader töten. Alles klar. Ich war mir für einen Moment nämlich nicht sicher, ob, wenn man sie, den Leader tötet, ob dann die einzelnen Gegner überhaupt noch, Punkte geben. Au. Ja, vor allem diese Stangen haben irgendwie einen ganz komischen Rhythmus. Weil sie ging hoch, als ich näher kam, und dann als ich... Nee, sie ging runter, als ich näher kam, als ich gesprungen bin, ist sie direkt wieder hoch. Das ist aber eigentlich nicht... Also normalerweise gibt es eine Verzögerung, bevor sie die Richtung wechselt. Diese Stange hat uns jetzt natürlich jede Menge Ringe gekostet, aber... Das ist ein Witz! Ja, ich hatte vorhin schon über 50.000 Punkte, es war trotzdem nur ein A. Wieso ist das nur ein A? Ich hoffe, ich brauche nur 55.000, nicht irgendwie 60.000, weil ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich hier 60.000 Punkte kriegen soll. Wieso ist das Tails-Level schwieriger als alle Sonic-Level? Also abgesehen davon, dass das Moveset natürlich ein ganz anderes ist. Okay, weil die geben Punkte. Vom Gegner in der Luft bekämpfen ist halt auch Kacke.
Hydrieren. Moment. Also wenn das hier nicht funktioniert, dann gehe ich mal auf Fullspeed. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das was bringt. Unter 2 Minuten, aber es bringt es jetzt nicht. Moment. Bringst du jetzt gefälligst dieses Ozean? Ja, willst du mich umbringen? Dir ist schon klar, dass Ozeanwasser trinken keine gute Idee ist. Also der Zeitbonus geht auch nicht viel höher als 30.000. Also der macht nur die Hälfte aus. Ich will jetzt wissen, was ist da die Strategie? S-Rank. Möglichst kein Video. Das ist für das Original 06. Probieren wir erstmal die anderen beiden. Auf die Hoffnung hin, dass wir dieses Level nicht auf S-Rang brauchen. Oh, tja, was ist das so das Beste? Ich trinke nichts anderes. Das erklärt so viel. Der war hart. Ach was. Ich möchte bitte behaupten, dass ich auch noch bessere Sprüche auf Lager hätte. Aber wahrscheinlich nicht spontan. Ah, jetzt war ich zu schnell für das Ding. Hier drücke ich mal aus Reflex den Stick nach rechts. Weil ich das Gefühl hatte, im Retail, wenn man das nicht gemacht hat, dann ist das Skript gebuggt und man ist einfach verreckt. Nehmen wir deine besseren Sprüche. Nein, das würde voraussetzen, dass du mir eine Vorlage gibst. Was ich immer cool fand, hier in dem Teil des Levels, du konntest einfach fast alles zerstören. Hast du hier schon Sprüche ausgedacht für den Fall, dass ich ganz bestimmte Sachen sage? Nein. Kann es sein, dass man nicht so lange auf den Wal warten muss, wenn man als Tails langsamer war? Weil der Wal dann schon näher an dem Tor ist? Fuck. So viel zum Thema mit 100 Ringen ins Ziel gehen. Genau, man kann ja jetzt bremsen. Das ist ja auch so eine Geschichte.
Was man überhaupt nicht abusen kann. Es wäre lustig gewesen, wenn du jetzt so einen Zettel vor dir liegen hättest. Habe ich vielleicht. Weißt du doch nicht. Ich glaube, das ist eher Mau. Das ist kein S-Rang. Boah, ich habe doch jetzt den blauen Edelstein, den könnte ich mal nutzen. Ich müsste es mit den ganzen Ringen ins Ziel schaffen, die ich hatte. Und selbst dann wird's haarig. So, Gas gibt uns schon mal 1000 Punkte. Aber ich sammle halt zu wenig Punkte auf dem normalen Weg. Das ist das Problem. Ich glaube, der Zeitbonus ist halt auch irgendwo gedeckelt. Also muss schon auch irgendwie mit Level-Elementen interagieren. Was? Bro, ich bin doch reingeslidet. Aber ich verliere die Ringe auch immer an der gleichen Stelle, nämlich glaube ich immer an diesen Roboter. Tipp für deine Minecraft-Welt, wenn du mal wieder weit vom Spawnpunkt bist, einfach alle Items in die Ender-Chest und nicht umbringen. Mhm. Ich habe schon wieder nicht den Edelstein benutzt. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich den blauen Edelstein jetzt habe. Aber mehr als 30.000 ist beim Zeitbonus auch einfach irgendwie nicht drin. Da ist ein Softcap, würde ich behaupten. Für die meisten MC-Spieler ist das ein guter Tipp. Blauen Edelstein benutze ich gerade.
Nee, das ist auch schon ziemlich lame. Okay, hier an der Stelle muss man echt gar nichts machen. Und hier kann ich mit dem blauen Edelstein auch nichts reißen. Der rote könnte vielleicht helfen, wenn er, wie im Original, auch die Missionsuhr verlangsamt. Wenn du wirklich eine Hardcore-Welt wegen mir verloren hättest oder noch verlierst, das hättest du dann gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Momente überhaupt fortsetzen will, weil ich nicht wirklich weiß, was ich tun möchte. Du hast jetzt Minecraft mit Create Mod. Das ist auch krass. Ah, diesmal habe ich mehr Punkte und ich habe mehr Ringe. Das könnte was bringen. Hundertneunzig Ringe, 10.000 Punkte. Also. Ich gucke gerade tatsächlich auch eine Hardcore-Serie von jemandem, der Create Mod spielt. Also, das ist schon echt krass, was es da alles gibt. So, Akt 2, Dusty Desert. Genau, ich kann einfach in Gegner reinlaufen, ich ihre Power verwende. Ah, okay, es dürfen anscheinend nur Gegner sein, die auch dann instant tot sind. Aber nicht welche, die mehr als einen Treffer aushalten. Verstehe, das ergibt Sinn. Ich habe mal ein Mission gesehen, bei dem man genug Moderator und einfach mal Moderator werden konnte. Ja, das machen manche Leute. Au. Den Schalter brauche ich gar nicht, oder? Weil da waren ja die Regenbogenringe. Die waren wahrscheinlich der bessere Weg. Wow, was zur Hölle?
Okay, der Earring ist anscheinend auch ein Homing Attack Ziel. The more you know. Aber das ist noch kein A-Rang. Ja, das ist noch nicht mal A. Das müssen wir nochmal probieren. Hallo? Hä? Gehen die Plattform nicht mehr runter? Okay, dann machen wir es einfach so. Außer Minecraft und Siedler spielt es noch andere Multiplayer-Spiele. Ich spiele Siedler nicht mal wirklich im Multiplayer und ich spiele auch Minecraft nicht wirklich im Multiplayer. Ich bin generell nicht so der Multiplayer-Mensch. Große Ausnahme war Mass Effect 3. Wir erkunden jetzt einfach mal kurz ein bisschen. Wie komme ich da oben hin? Ich kann nicht auf... Ich kann nicht auf dem Ding landen. Ah. Weil das sind nämlich einfach mal schon mal wie direkt 5000 Punkte. Spinja ist halt einfach andere Menschen. Das ist nicht wahr. Plus Ringe? Beweis mir das Gegenteil, wenn du mit dem Minecraft spielst. Ich habe schon mit dir Siedler gespielt. Das muss als Beweis genügen. Das könnte... Ja! I don't believe it. Okay. Nope. Das genügt vorne und hinten nicht. Wir brauchen auch noch Hells Level. Da bin ich jetzt halt echt überfragt. Wir gehen mal nicht auf Zeit. Wir versuchen mal alles zu finden, womit wir interagieren können. Weil in erster Linie sind das Gegner, weil hier sind nicht groß die Regenbogenringe und die Ringe, durch die Tails durchfliegt. Geben mir auch keine Punkte. Alter. Was für eine Scheiße war das denn bitte?
Kann es, dass die Stangen automatisch auf deine Höhe gehen? Ja, aber irgendwie nein. Das ist total weird. Deswegen mag ich die Stangen auch nicht. Also die sind nicht auf einem Timer, weil die ändern sich nur, wenn man halt auch in der Nähe ist. Ansonsten interessiert die das nicht. Okay, nee, hier ist auch nichts. Hier ist halt auch verdammt wenig, wo man interagieren könnte. Und ich finde ehrlich gesagt Tails Kampfmoves echt nicht gut. Also die Bomben vor allem sind halt echt lame und wirklich gute Möglichkeiten für Luftkämpfe hat man nicht. Bin übrigens immer noch dafür, dass du Milk inside the Bag of Milk inside the Bag of Milk spielst. Ich muss noch so viele spielen. Warte, muss ich echt die Luftkämpfe ausnutzen, weil ich... Ich glaube, ich hab's raus. Ich kann die Luftkämpfe ausnutzen, weil die Gegner halt diese Chaos Drives droppen und die laden auch meinen Flug wieder auf. Und stream öfter. Ich muss im Moment ein bisschen gucken, wie ich es mit der Zeit mache, die ich investiere. Und am letzten Us. Wie kannst du mir das erklären? Warum kannst du denn Rüstung Schäfer gefällt? Dafür muss man Code Ment kennen, beziehungsweise genauer gesagt die Szene I'm at Soup. Ich kenne diesen Joke aus dem Undertale-Video. Was? Es gibt eine Undertale-Version von I'm at Soup? Ich habe 21.000 Punkte hier. Perfekt. Okay, ja, 11.000 Punkte dafür. Wahrscheinlich, weil ich nicht den Boden berührt habe. Okay, ich habe es raus, wie es funktioniert. Wenn das jetzt kein S-Rang ist. Komm, 69.350 Punkte. Habe ich jetzt irgendwas nicht mit einem S-Rang abgeschlossen?
Let's get going. Warte. Ach, auf Gold Battle Results doch hier. Na gut, die Bosskämpfe sind alle noch nicht drin. Ich dachte, man bekommt noch eine Nachricht. Okay, jetzt irgendwo in Kingdom Valley müsste es so einen Punkt geben, wo ein bisschen versteckt dieser Regenbogenstein ist. Und dann können wir Super Sonic werden. So, ich glaube, der Regenbogenstein ist nämlich irgendwo bei der Burg. Was für ein Fuck. Sucht eigentlich Sonic den einen Ring. Im Moment sucht er den einen Edelstein. Sonic Beutel. Das Crossover, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen. Super Sonic gegen Sauron. Ich frage mich, ob man Silvers Teil des Levels immer noch irgendwie skippen kann. Das gab im Original eine sehr lustige Konstellation, die dadurch entstehen konnte, wo du einfach als Sonic auf Sonic triffst. Wenn du halt als Sonic den Punkt erreichst, wo du Sonic wieder übernehmen sollst. Na komm, nimm das Ding. Komm schon, nimm ihn. Hallo. Au. Man muss in einer Tour die Raketen sammeln. Aber mit Silver kann man halt Sonic 06 echt auch als einen drittklassigen Shooter spielen.
So. Aber wo ist jetzt die Stelle, die wir suchen? Ich glaube, das ist ja, nachdem wir durch das Fenster durchcrashen. Hier, ich glaube, hier ist es. Oder? Nee, das ist der Weg, den ich nehme, wenn ich nicht aus dem Dings komme. Ich glaube, es hatte was mit den Seilen zu tun. Bin ich jetzt total blöd? Ich könnte schwören, es war irgendwo hier. Gute Nacht, Mafik, bitte willkommen. Ja, das ist willkommen. War schön, dass du da warst. Gibt's hier noch irgendwo diese... Die Kamera ist hier leider echt eine Katastrophe. Gibt's hier noch irgendwo eine Stelle, wo... Ja, hier. Das hier sieht korrekt aus. Ist es aber nicht. Hä? Gibt's noch so eine Stelle? Sonst muss ich gleich nachgucken. Ich will unbedingt noch Super Sonic demonstrieren. Kamera will mich umbringen. Hier, die Tür. Da
Das ist die Tür, oder? Hier muss ich irgendwie rein. Ja, hier höre ich auch Gegner. Aber das hier ist es. Da bin ich mir sicher. Jawohl. Hast du schon mal ein Metroid-Spiel gespielt? Tatsächlich nein. Aber wir verlieren jetzt wahrscheinlich Super Sonic, oder? Nein, wir können Super Sonic auch in der Max Speed Section sein. Wie nice! Wir müssen jetzt eigentlich unverwundbar sein, von daher. Okay. Außer man macht sowas hier. Und jetzt sind wir nicht mehr super. Also man kann Super Sonic aus einem früheren Abschnitt mitnehmen, das geht. Aber wir können es nicht während einer Mach-Speed-Sequenz aktivieren. Aber dann suchen wir uns gleich mal noch ein Level aus, wo wir Super Sonic mal richtig austesten können. Ne. Jetzt gerade ist aber auch ein Witz. Ja. Ich muss diese Rampe erwischen. Weil sonst gehe ich nicht in den Wallrun-Modus. Es ist total komisch, Sonic so seitwärts zu steuern. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man verliert Geschwindigkeit und fällt gleich runter. Das sind immer noch Zeran? Ernsthaft? War jetzt nur schlecht. So. Radical Train. Ich glaube, das ist ganz cool für Super Sonic. Change directions.
Nein, das war lame. Komm schon. Manchmal kann man sich mit der Homing Attack halt auch richtig ins Aus katapultieren. Au. Komm schon. Okay, ich kann aber direkt schon mal die Steine auswählen, während ich hier am Anfang bin und nichts machen kann. Wenn er jetzt auch noch direkt die richtige Richtung hätte, wäre es perfekt. Lass uns mal vor zu streamen. Ich will jetzt auf jeden Fall immer noch Super Sonic austesten. Aber Shadow fange ich heute nicht mehr an, weil der hat, musste auch alle S-Ränge haben, damit er seinen Uninhibited Mode freischalten kann. Dafür möchte ich mir Zeit nehmen. Hallo. Geh doch bitte mal auf die richtige Rail. Man merkt ja leider, dass die Level nicht für Super Sonic ausgelegt sind, weil Super Sonic kann eigentlich fliegen. Also eigentlich kann er das komplette Level skippen. Moment, seine Schuhe sind im Regenbogenmodus? Okay. Okay, liegt natürlich am Rainbow Gem. Ich dachte, für einen Moment, aber das war jetzt eine Eigenschaft von Hypersonic, aber den haben wir ja seit Sonic 3 auch komplett vergessen. Ich erinnere mich noch ganz alte Videos, wo jemand halt wirklich noch die 360-Version so gemoddet hat, dass man als die Super Eagle spielen konnte. Was halt auch einfach total busted war, aber ich fand es halt damals schon cool.
Halt dies, willkommen zum Stream. Es gehört kein Video nichts. Ja, hat auch Gründe. Deswegen versuche ich jetzt auch wieder ein bisschen in den Content Creator Modus reinzukommen. Yo, ich kann einfach überall gegen und das interessiert niemanden, weil ich Super Sonic bin. Okay, Sonics Augen sind auch Regenbogenfarben. Das stelle ich gerade fest. Die müssten ja eigentlich rot sein. Aber dafür, dass man im Prinzip unverwundbar ist und dementsprechend auch keine Ringe groß verliert, also gut, man verliert ja Ringe über Zeit, aber dadurch, dass man nicht alle seine Ringe auf einen Schlag verlieren kann, solange man nichts wirklich Dummes tut, hätte ich eigentlich gedacht, dass man halt richtig Busted-Punkte sammeln kann. Was ja auch in dem Fall nicht schlimm wäre, weil man eh schon alles auf S-Rang haben muss. Machen noch Crisis City als Super Sonic. Ich hoffe, Super Shadow kommt auch noch drin als Alternative zum Uninhibited Mode. Und Super Silver sowieso. Das ist ja ein bisschen schade, wenn wieder nur Sonic seine Superform kriegt. Sogar in einem Spiel, wo Sega noch nicht vergessen hat, dass auch andere Charaktere noch Superformen haben. Ich sag nur Sonic Generations. Wow, das war weird. So, ich weiß mal nicht, ob das sicher ist, auf der Schiene hier Super Sonic aktivieren zu wollen. Warte, ich springe einfach viel, viel höher. Gefühlt einfach doppelt so weit.
Wow, Hilfe. Da hätte ich einen Lightspeed Dash machen müssen. So, ich denke mal, dass der Tornado mich trotzdem töten kann, wenn ich zurückgestoßen werde. Also Super Sonic ist gar nicht mal so busted. Okay, das gab jetzt gut Punkte. Aber dafür, dass man unverwundbar ist, wenn es halt dafür dann 4 Minuten lang aktiv hat, dann hat das auch einem direkt erstmal 240 Ringe abgezogen. Das sind auch noch 24.000 Punkte, glaube ich. Anyway, ich danke fürs dabei sein und wenn ihr mehr sehen wollt, würde ich euch empfehlen zu folgen, weil ich wahrscheinlich die Tage dann auch noch die Shadow Stages machen werde. Mitsamt S-Rang und Unlimited Mode. Und Silver, ja, wenn es dann rauskommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.